Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 15. März 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wie gestern bereits versprochen, schauen wir uns heute die Situation im Süden der Ukraine an. Wir starten mit dem Frontabschnitt Orichow-Tokmak. Nachdem russische Truppen ein weiteres Mal in das Dorf Robotene eindringen und das ehemalige Schulgebäude besetzen konnten, bleibt die aktuelle Lage im Dorf ungeklärt. Beide Seiten melden Gefechte an der südlichen Grenze des Dorfes. Die russische Seite spricht außerdem von Gefechten an der westlichen Grenze im Bereich der T0408-Straße. Die Situation im Schulgebäude selbst ist ungeklärt. Insgesamt ist die Lage unübersichtlich. Ein ukrainischer Soldat der 65. Mechanisierten Brigade behauptet, dass sein Verband nach dem russischen Eindringen in das Dorf einige Gegenangriffe durchgeführt hat. Als Folge dieser Gegenangriffe soll es ihnen gelungen sein, die russischen Truppen wieder vollständig aus dem Dorf zu verdrängen. Seiner Behauptung nach ist das Dorf wieder vollständig unter ukrainischer Kontrolle. Eine visuelle Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Dementsprechend wurden vorerst keine Korrekturen an der Frontlinie vorgenommen. Ein kleiner Teil des Dorfes bleibt erstmal in der grauen Zone, bis es genauere Informationen gibt. Die russische Seite setzt Artillerie ein. Ein ukrainischer Soldat vor Ort meldet den russischen Beschuss des Dorfes mit thermobarischen Flammenwerfern. Außerdem setzen beide Seiten ständig auf FPV-Drohnen. Etwas östlicher konnten russische Kräfte im offenen Gelände vorrücken. Das betrifft das offene Gelände nordwestlich der Siedlung Verbove. Der Angriff erfolgte von den Höhen nördlich der Siedlung. Eine russische motorisierte Gruppe ging mit gepanzerter Ausrüstung in den Angriff über und konnte um mehr als 1 Kilometer in Richtung Westen vorrücken. Russische Kräfte wurden in diesem Bereich von ukrainischen Drohnen gesichtet. Ein ukrainischer Soldat meldet, dass seine Kameraden 2 Stellungen verloren haben. Dort sollen russische Truppen versuchen, sich festzusetzen. Dementsprechend wurde auch in diesem Bereich die graue Zone erweitert. Ob die russische Seite sich in diesem Bereich inzwischen festsetzen konnte, ist nicht bekannt. Das Ausmaß des russischen Vorstoßes wird geprüft. In den nächsten Tagen wird es hier weitere Korrekturen zugunsten der russischen Seite geben. Außerdem fällt jetzt schon mal ein kleiner gelber Bereich von der gelben in die graue Zone. Ob die ukrainische Streitkraft diesen Waldstrich und damit hier eine wichtige Stellung noch kontrolliert, ist nicht bekannt. Ich warte auf weitere Informationen. Im Osten der Saporischschja Oblast konnte die russische Streitkraft aber definitiv vorstoßen, neues Gelände einnehmen. Westlich der Siedlung Prejutne konnte russische Infanterie entlang von 2 Waldstrichen vorstoßen. Die Waldstriche sind hier zu sehen. Insgesamt konnte die russische Infanterie auf einer Breite von 1 Kilometer um bis zu 500 Meter in Richtung Norden vorrücken. Im Vergleich zum Vortag fällt damit dieser rote Bereich von der grauen in die rote Zone. An diesem Frontabschnitt wird also weiter vereinzelte russische Aktivität im Bereich der Siedlung Prejutne registriert. Ukrainische Truppen konnten im Sommer vergangenen Jahres bis an die Grenze des Dorfes vorstoßen. Inzwischen konnte die russische Streitkraft Gelände nördlich und westlich des Dorfes zurückgewinnen. Von einer russischen Offensive ist hier aber nicht die Rede. Ein paar Kilometer östlicher konnte das russische Militär ebenfalls neues Gelände gewinnen. Das betrifft die Region der Stadt Vuhledar. Nach einigen Angriffen ausgehend von der Siedlung Schewtschenko konnte die russische Streitkraft um weitere mehrere hundert Meter in Richtung Norden vorrücken. Dabei konnte die russische Infanterie an diesen 3 Waldstrichen neue Positionen besetzen. Je nach Waldstrich lässt sich der Vorstoß um 300 bis 600 Meter beziffern. Im Vergleich zum Vortag fällt damit auch hier dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Seit einigen Tagen versucht die russische Seite, sich hier an diesem Waldstrich festzusetzen. Bisher ist das definitiv noch nicht gelungen, das behaupten sowohl russische als auch ukrainische Quellen. Auf beiden Seiten ist die Artillerie aktiv, aber auch hier sind die russischen Angriffsbemühungen nicht als Offensive zu bezeichnen. Am Frontabschnitt Marjanka unternimmt die ukrainische Streitkraft einige lokale Gegenangriffe, und zwar im Norden der Siedlung Novomichailivka.
Eine Drohnenaufnahme zeigt einen ukrainischen Kampfpanzer, der sich im Bereich dieser Hallen in Richtung der russischen Positionen bewegt und auf russische Positionen feuert. Die russische Seite konnte den Panzer mit einer Panzerabwehrlenkwaffe treffen und zerstören. Das ist ebenfalls auf dieser Drohnenaufnahme ersichtlich. Das bestätigt aber auch, dass diese Hallen noch nicht vollständig von der russischen Streitkraft kontrolliert werden. Trotz aktiver Versuche in den letzten Tagen. Zum heutigen Abend kommt es hier weiter zu Stellungskämpfen. Veränderungen an der Frontlinie wurden erstmal nicht vorgenommen. Ansonsten hat sich an der Frontlinie westlich der Stadt Donetsk nicht wirklich etwas verändert. Es werden weitere russische Angriffe im Bereich Georgiewka, Krasnogorowka, im Bereich Newelske und Pervomaiske und außerdem im Bereich der Siedlungen Orlivka und Berdytschy registriert. Zum heutigen Abend gibt es die Information, dass die ukrainische Streitkraft weitere Reserven an den Abschnitt Berdytschy-Orlivka verlegt. Das Ganze gerade deshalb, weil die russische Seite in den letzten 24 bis 48 Stunden wieder einige größere Angriffe unternommen hat. Zum heutigen Abend gibt es eine nicht final bestätigte Information, dass die russische Streitkraft inzwischen diese Straße im Süden von Berdytschy kontrolliert. Wie gesagt, diese Information stammt von der russischen Seite und ist noch nicht final bestätigt. Ich hoffe, ich kann morgen zur Situation an dieser Straße aufklären. Insgesamt können wir aber sagen, dass aus ukrainischer Sicht die Frontlinie im Großen und Ganzen stabil bleibt. Keine nennenswerten Informationen gibt es auch vom Frontabschnitt Bachmut. Hier behauptet lediglich ein ukrainischer Soldat, dass die russische Artillerie aktiver wurde. Seit knapp 2 Wochen gruppiert sich die russische Streitkraft an diesem Abschnitt um. Die ukrainische Seite erwartet mit der Verstärkung der Artillerieangriffe wieder stärkere Angriffe am Boden in den nächsten Tagen. Und am Frontabschnitt Bogdanivka versucht die russische Infanterie wieder die Kontrolle über diesen Waldstrich zu erlangen. Erst vor einigen Tagen konnte die Ukraine als Folge eines Gegenangriffs die russischen Truppen von dort zurückdrängen. Seitdem liegt dieser Waldstrich zum Teil in der grauen Zone. Dort kommt es, wie gesagt, zu Kämpfen. Die russische Seite versucht, hier wieder alte Positionen zurückzuerlangen. Veränderungen werden aber erst einmal nicht registriert. Unverändert bleibt auch die Situation an der gesamten nördlichen Frontlinie von Siversk bis Sinkivka. Dementsprechend geht es noch zum Abschluss an die russisch-ukrainische Grenze. Dort hat die Aktivität in den vergangenen 24 Stunden ein wenig abgenommen, zumindest wenn man die Angriffe am Boden betrachtet. Pro-ukrainische Verbände unternahmen keine größeren Angriffe, dennoch kam es lokal zu Gefechten. In der vergangenen Nacht soll es zum Beispiel zu Kämpfen in der Siedlung Korsinka gekommen sein. Das ist die Siedlung in der Region Chrayvoron, die direkt an der russisch-ukrainischen Grenze liegt. Heute Nachmittag verkündete das russische Verteidigungsministerium, dass das Dorf wieder vollständig unter russischer Kontrolle steht. Scheinbar waren pro-ukrainische Rebellenverbände irgendwo im Dorf präsent, Details gibt es aber nicht. Die russische Seite spricht weiter von Kampfaufklärung seitens der pro-ukrainischen Rebellen und schließt einen größeren Stoß in den nächsten Stunden oder Tagen nicht aus. Außerdem kommt es zu intensiven Artillerieangriffen beider Seiten. Beide Seiten beschießen vor allem frontnahe Gebiete. Teilweise werden aber auch größere Städte angegriffen. So zum Beispiel die Stadt Solochiv auf der ukrainischen Seite und die Stadt Belgorod auf der russischen Seite. In Belgorod wurde wieder zivile Infrastruktur beschädigt, wie zahlreiche Bilder und Videos aus der Stadt zeigen. Die russische Verwaltung meldete heute Nachmittag insgesamt 23 Verletzte. In der vergangenen Nacht gab es wieder beidseitige Luftangriffe, wobei der russische Angriff im Umfang deutlich stärker war. Die russische Luftwaffe setzte in der frühen Nacht 27 Angriffsdrohnen ein, dazu 7 ballistische Raketen des Typs S-300/S-400 und eine luftgelenkte Rakete des Typs H-59. Der ukrainische Generalstab behauptet, dass alle 27 Drohnen abgeschossen wurden, und zwar irgendwo im Osten des Landes. 8 Raketen konnten demnach der Luftabwehr entgehen. Überprüfen lassen sich die ukrainischen Aussagen nicht. Welche Objekte die russische Streitkraft bei diesem Angriff treffen konnte, ist nicht bekannt. Am heutigen Morgen startete die russische Streitkraft von der Krim aus eine weitere ballistische Rakete des Typs Iskander-M auf die Stadt Odessa. Bilder vor Ort zeigen schreckliche Folgen dieses Angriffs. Es wurde ein Wohnhaus in der Stadt getroffen, woraufhin sich ein Feuer entfachte, so die Aussagen ukrainischer Behörden. Rettungskräfte eilten sofort zum Ort des Geschehens und nur wenige Minuten später traf eine weitere Rakete denselben Ort.
Die ukrainischen Behörden melden mindestens 16 Tote und 45 Verletzte. Unter den Opfern sind auch Rettungskräfte. Welches Objekt die russische Seite mit diesem Angriff treffen wollte, ist nicht ersichtlich. Die russische Seite behauptet, dass mit dem Angriff einige höherrangige Militärs und Polizisten getötet wurden. Diese Behauptung lässt sich ebenfalls nicht überprüfen. Die ukrainische Seite setzte im Vergleich zur letzten Nacht deutlich weniger Drohnen ein. Wie viele es in dieser Nacht waren, ist wieder nicht bekannt, da weder die russische noch die ukrainische Seite Zahlen nennt. Das russische Verteidigungsministerium sprach lediglich vom Abschuss von 4 ukrainischen Drohnen in der Region Kaluga. Und gerade in dieser Region ereignete sich heute Nacht eine starke Explosion. Einwohner der Siedlung Polotnoe Zawod filmten den Zeitpunkt, an dem ukrainische Drohnen sich der Ölraffinerie der Stadt näherten. Und am Ende des Videos ist eine heftige Explosion zu sehen, die sich auf dem Gelände der Ölraffinerie ereignet hat. Die getroffene Ölraffinerie liegt nicht direkt in der Stadt Kaluga, sondern etwa 25 Kilometer nordwestlich der Stadt. Außerdem war erneut ein Militärflughafen in der Region Woronesch das Ziel eines ukrainischen Angriffs. Es ist nicht klar, ob am Flugplatz irgendwelche Flugzeuge oder anderweitige wichtige Infrastruktur getroffen wurde. Zu einer Explosion ist es aber definitiv gekommen, wie Menschen vor Ort berichten. Das zur aktuellen Situation in der Ukraine. Wenn Ihnen meine Zusammenfassung gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. In der Videobeschreibung gibt es anderweitige Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen. Ich bedanke mich herzlich im Voraus. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.